punktet mal gerne hier bei euch. Das liegt nicht nur daran, dass das so ein netter Kreisverband hier ist, sondern den Leuten, die dahinter stehen. Den Burkhardt, den kenne ich jetzt schon jahrelang. Wir haben damals im Bezirksvorstand schon zusammengearbeitet hier. Und der Hauke, der ist Referent bei mir, der eine oder andere weiß es. Das heißt, wer von uns was will, ein Anliegen hat, der kann sich vertrauensvoll an den Hauke wenden. Da ist das direkt bei uns im Büro und wir kümmern uns darum. Ja, Themenabend habt ihr heute. Das heißt, wir sollten über Politik reden. Wir machen das heute aber ein bisschen lebendig. Ich bin ja nun Mitglied des Deutschen Bundestages. Vielen Dank für alle, die mich auf dem Weg dahin begleitet haben. Das heißt, es gibt ein paar Neuigkeiten aus Berlin, einen Blick hinter die Kulissen des Bundestages. Und soll nicht ganz so trocken werden, auch noch ein bisschen lebendiger. Wir haben es ja den Medien entnommen. Die Bild-Zeitung schreibt darüber einen Riesenartikel im Spiegel. Inwieweit ist die AfD durch Russland ferngesteuert? Inwieweit hat Russland die AfD unterwandert? Wer wirklich Fakten aus erster Hand haben will, sollte bleiben. Ich erzähle später was über unsere Beziehung zu Russland, unsere Einstellungen und die Aktivitäten, die wir als Partei, als AfD in Sachen Russland, insbesondere als Bundestagsfraktion, unternehmen und welche Kontakte wir hier pflegen. Ja, wir fangen an mit dem Bundestag. Da gibt es so ein paar Erkenntnisse, die wir jetzt nun seit anderthalb Jahren Dienstzeit im Bundestag erlangt haben. Das ist insbesondere, dass wir politisch nicht allzu viel direkt bewirken können. Werden wir einen Antrag stellen, wird aus Prinzip abgelehnt. Entweder ist er ausländerfeindlich, rassistisch, handwerklich schlecht gemacht oder er ist zwar gut, aber wir würden ja eigentlich was ganz anderes meinen. Und selbst wenn es ein guter Antrag ist, wird er abgelehnt und irgendwann kommen die Altparteien mit einem ähnlichen Antrag und oh Wunder, dann wird er beschlossen. Das heißt, die Arbeit, die wir machen mit unseren Anträgen, mit unseren Anfragen, das ist eigentlich fast für Mülleimer, da die eh nicht durchgelassen werden. Man setzt sich auch damit nicht ernsthaft auseinander. Das heißt, wenn wir einen Antrag stellen und der tatsächlich ins Plenum kommt, dann diskutieren die Parteien, wie fürchterlich der ist, wie schlimm der ist und setzt sich damit inhaltlich eigentlich so gut wie gar nicht auseinander. Das ist eine traurige Erkenntnis, dass eine hauchdünne Mehrheit, die jetzt im Bundestag vertreten ist, durch die Große Koalition, CDU, CSU, SPD, das politische Geschehen bestimmt. Und wenn hier Vorschläge aus den Ministerien kommen, also Kabinettsvorschläge, dann werden die durchgewunken. Da liegt es eigentlich nur noch an uns, der Stachel im Fleisch zu sein, zuzusehen, dass die anderen Parteien durch namentliche Abstimmungen oder Feststellung der Beschlussfähigkeit zur Präsenz gezwungen werden, dass hier also nicht solche Gesetze wie damals das Netzwerkdurchsetzungsgesetz mit 50 Abgeordneten in später Nachtstunde entschieden werden. Ja, da sind wir bei den Möglichkeiten, die wir als AfD haben. Das heißt, wir können die Themen setzen. Wenn wir ein Thema auf die Agenda setzen, dann müssen die anderen Parteien sich damit auseinandersetzen. Wir haben das gesehen, Global Compact for Migration, der sollte heimlich, still und leise durchgewunken werden. Deutschland sollte diesen angeblich völkerrechtlich nicht bindenden Vertrag mit unterschreiben. Dann kamen die ersten Zweifel auf, inwieweit könnte der doch zu Völkerrecht werden und damit justiziabel. Die AfD hat es geschafft, dieses Thema in den Medien so groß zu spielen, dass die Presse bundesweit darüber diskutiert hatte, nicht unbedingt als AfD als Urheber genannt, aber man hat sich grundsätzlich damit auseinandergesetzt. Bei der abschließenden Abstimmung im Bundestag hat Heiko Maas sich mit stolz geschwollener Brust hingestellt und gesagt, man hätte das ja groß in der Öffentlichkeit diskutiert. Ja, hat man, weil wir die Parteien dazu gezwungen haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also was wir machen können, ist Themen setzen, die in die Debatte bringen, Pressekonferenzen dazu veranstalten. Und der Vorteil ist, dass Sender wie beispielsweise Phoenix die Debatten im Bundestag auch live übertragen. Das heißt, der Bürger hat durchaus die Möglichkeit, lebhafte Debatten zu erleben. Seit die AfD als Opposition im Bundestag ist, herrscht da kein großer Schmusekurs und alle haben sich lieb. Dann wird hart in der Sache gestritten. Wir attackieren die anderen attackieren uns. Aber unsere Argumente, die wir bringen, die Themen, die wir bringen, die finden plötzlich Gehör. Auch wenn die Medien nicht großartig darüber schreiben, aber die Bürger haben das Gefühl, dass wieder eine Debatte stattfindet und dass auch Argumente, die bisher in der Debatte nicht stattgefunden haben, durch die AfD jetzt durchaus vertreten werden. Und das ist etwas Positives.
Das nächste Positive, was wir machen können, ist Anfragen stellen. Das heißt, ein Abgeordneter hat das Recht, die Ministerien, die Bundesregierung zu befragen und Antworten zu bekommen auf Fragen. Da wird zwar häufig sehr schwammig und ausweichend geantwortet, aber grundsätzlich haben wir ein Auskunftsrecht. Das heißt, wenn wir eine Anfrage an die Bundesregierung stellen, kommt dann eine Antwort. Die können wir auch medial verwerten, interner Informationen bekommen und daraus wieder neue Anträge generieren. Also direkt können wir auf die Politik keinen Einfluss nehmen, aber indirekt, dadurch, dass wir, wie sagt der Gauland, wir jagen sie. Ja, im übertragenen Sinne tun wir das. Wir geben die Themen vor, wir geben die Marschrichtung vor und die anderen folgen uns letztendlich oder müssen, wenn die Bevölkerung durch solche Initiativen von uns aufgeschreckt wird, darauf reagieren. Ja, wenn wir uns jetzt mal den Bundestag angucken, ist er immer noch nicht vollständig besetzt. Die AfD hat nämlich immer noch keinen Bundestagsvizepräsidenten. Es gibt die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, die vorsieht, dass jede Fraktion einen Bundestagsvizepräsidenten stellt, der dann allerdings mit der Kanzlermehrheit gewählt werden muss. Es war bisher im Hohen Hause des Bundestages immer Usus, wenn eine Fraktion einen Kandidaten vorgeschlagen hat, dass die anderen Parteien diesen Vorschlag mitgewählt haben. Ja, seit die AfD da ist, ist das plötzlich nicht mehr so. Wir haben ja zuerst Albrecht Glaser nominiert, da hieß es, der wäre ja so fürchterlich islamfeindlich und der ist in 3 Wahlgängen durchgefallen. Dann haben wir Mariana Harder-Kühnel, eine Rechtsanwältin, Mutter von 3 Kindern, politisch fürchterlich unauffällig, benannt auch aus Hessen. Auch die ist dann in 3 Wahlgängen durchgefallen. Und da haben wir uns überlegt, was machen wir dagegen? Die Geschäftsordnung sagt ganz klar, jeder Fraktion im Deutschen Bundestag steht ein Vizepräsidentenposten zu. Dadurch, dass die AfD diesen Präsidentenposten nicht hat, ist der Bundestag eigentlich nicht so, wie die Geschäftsordnung es vorsieht, handlungsfähig. Wir haben uns auch mit Verfassungsrechtlern, die unsere Fraktion beraten, besprochen und gesagt, was können wir dagegen machen? Dann haben die gesagt, ja, wir können Verfassungsklage einreichen. Aber der Nachteil ist, ihr könnt nicht davon ausgehen, dass das noch in dieser Legislaturperiode entschieden wird. Das heißt, wenn wir da klagen, dann wird da irgendwann ein Urteil in 4, 5 Jahren kommen. Da ist uns jetzt auch nicht mitgeholfen. Ja, großes Problem. Also, was machen wir? Wir haben den nächsten Kandidaten aufgestellt, Gerold Otten, ehemaliger Kampfpilot der Bundeswehr, Offizier. Und auch der ist jetzt im ersten Wahlgang durchgefallen. Und wir arbeiten im Moment als Fraktion im Bundestag daran, ein System herauszuarbeiten, dass also nicht einzelne Personen abgelehnt werden, sondern dass wir systematisch abgelehnt werden. Und dann können wir dagegen tatsächlich Verfassungsklage erheben. Wir haben uns gedanklich schon davon verabschiedet, dass wir in dieser Legislaturperiode noch einen Bundestagsvizepräsidenten bekommen werden, obwohl der eigentlich sehr wichtig wäre, weil der Bundestagsvizepräsident kann Leute von der Debatte ausschließen, Parlamentarier. Er kann Ordnungsmaßnahmen erheben und er kann vor allen Dingen die Debatte leiten. Das heißt, wenn eine Fraktion extrem viel stört, dann wird das von den anderen bisher häufig schmunzelnd hingenommen. Wenn die AfD das machen würde, gibt das gleich Ordnungsmaßnahmen. Also ein Vizepräsident zum Leiten der Versammlung, aber auch zum Repräsentieren, wäre schon relativ wichtig. Ja, also wir arbeiten im Moment daran, dieses System herauszuarbeiten und wir werden jetzt regelmäßig neue Kandidaten aufstellen. Stört die Altpartei natürlich, weil wir nur gewisse Debattenzeiten haben. Und wenn wir einen Kandidaten zur Wahl stellen, ist da mindestens eine Stunde Debattenzeit an jedem Tag, wo wir diesen Wahlgang machen, weg. Es ist ja auch nicht nur der Posten des Vizepräsidenten. Es gibt ja noch ganz viele andere Gremien. Nach dem Bundesschuldenwesengesetz gibt es ein Kontrollgremium, was auch mit uns besetzt werden müsste. Es gibt verschiedene Bundesstiftungen, wo es Beiratsposten zu besetzen gibt. Magnus-Hirschfeld-Stiftung, Stiftung für das Denkmal für die ermordeten Juden Europas oder Deutschlands. Da gibt es eine ganze Menge Posten oder auch Haushaltskontrollausschuss, wo es darum geht, dass Personen gewählt werden, die nicht öffentliche Budgets kontrollieren, beispielsweise für unsere Geheimdienste. Und die sind von der AfD bisher alle nicht gewählt worden. Und wenn wir die zur Wahl stellen, dann kostet das Zeit. Das heißt, es müssen alle da sein, die müssen namentlich abstimmen. Die können also nicht irgendwo im Haus rumlunzern und sich einen netten Tag machen. Die müssen tatsächlich vor Ort sein. Die müssen ihre Stimme abgeben.
Und wir haben es ja jetzt den Medien entnommen. Der Schäuble hat schon gesagt, ja, dieses Spiel der AfD wird man nicht mitmachen und die AfD hätte da keinen Anspruch drauf. Wir haben die Strategie geändert. Wir werden jetzt regelmäßig jede Woche Abstimmungen erzwingen. Man kann es bisher machen, einen Präsidenten zur Wahl stellen oder einen Vizepräsidenten, wenn der Ältestenrat zustimmt. Wenn er nicht zustimmt, müssen wir 3 Wochen vorher ankündigen, dann kommt es automatisch auf die Tagesordnung. Wenn wir zeitversetzt immer wieder Wahlen anmelden, dann wird regelmäßig gewählt, die anderen müssen da sein und wir halten sie damit auf jeden Fall beschäftigt. Zumal wir dadurch auch öffentlich wirksam dieses undemokratische Verhalten der Altparteien aufzeigen. Wenn man sich mal die Medienberichterstattung anguckt, selbst große Blätter Welt oder FAZ, die in der Vergangenheit nicht unbedingt immer AfD-freundlich berichtet haben, haben plötzlich auf die Linie der AfD eingeschränkt und durchaus gesagt, dass dies ein undemokratisches Verhalten ist, was hier gegenüber der AfD an den Tag gelegt wird. Steht der Tropfen höhlt den Stein. Wir sind also hier mit unserer Strategie, denke ich, ganz erfolgreich und in diese Richtung wird es die nächsten Wochen, Monate, vielleicht auch noch Jahre gehen. Wir werden dann irgendwann, wenn es keine Einzelfälle sind, sondern dass hier ein klares Schema zu erkennen ist, dass jeder Kandidat der AfD in allen Wahlgängen abgelehnt wird, auch Verfassungsklage einreichen, wobei wir uns nicht sicher sind, ob die letztendlich Erfolg hat. Denn bisher ist das ja nur in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages geregelt und nicht im Grundgesetz oder gesetzlich geregelt. Ob wir also dann einen Prozess gewinnen würden, steht in den Sternen. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Und zwar sieht es so aus, dass der Deutsche Bundestag eine ganze Menge Beamte hat. Da gilt das Beamtenrecht. Und wenn Beförderungen bei Beamten anstehen, haben Beamte, die glauben, übergangen worden zu sein oder die glauben, dass sie die gleiche Qualifikation wie ein Kollege haben, der befördert worden ist, die Möglichkeit dagegen zu klagen. Und es ist durchaus eine Überlegung, prüfen zu lassen, inwieweit die Ernennungen, die jetzt stattfinden, die Beförderungen des Deutschen Bundestages, überhaupt rechtswirksam sind, wenn das Präsidium nicht komplett besetzt ist. Das heißt, der Kandidat der AfD fehlt. Dadurch ist laut Geschäftsordnung der Bundestag nicht komplett oder das Gremium nicht komplett beschlussfähig. Und das ist eine Möglichkeit, dahin zu gehen, dass Beamte dagegen klagen und wir sehr gute Chancen haben, so sehen wir das im Moment, die Personalpolitik des Deutschen Bundestages hier mit lahmzulegen. Das ist auch noch eine Möglichkeit, die wir gerade prüfen und auch noch weiter verfolgen. Ansonsten gibt es aus Berlin im Moment nicht allzu viel Neues. Die politischen Themen wird jeder politisch Verfolgte, wovon ich hier bei euch, die hier bei uns seid, heute ausgehe, mitverfolgen. Die AfD hat noch einige Initiativen im Köcher, die die nächsten Wochen gespielt werden. Die Grundsteuer ist mit Sicherheit noch ein Thema, wo wir sagen, abschaffen, weg, fürchterlich überflüssig. Die Grundsteuer wird uns dieses Jahr noch beschäftigen. Diesel, Umweltschutz sind noch Themen, die auf der Agenda stehen. Ja, und grundsätzlich immer der Abwehr von irgendwelchen Regularien, die aus Brüssel kommen, die wir zur Kenntnis nehmen sollen, gerade in den Ausschüssen. Und die weitreichende Haftungsrisiken für Deutschland mit sich bringen. Ich selbst bin Mitglied im Finanzausschuss des Bundestages. Ein sehr trockenes Thema, aber ein sehr wichtiger Ausschuss, weil wir mit darüber entscheiden, inwieweit Deutschland in die Haftung geht und Empfehlungen für das Plenum, also für den ganzen Bundestag geben. Und was sich hier abzeichnet, ist im Moment erschreckend, wenn man sieht, wie gerade eine Bankenhaftungsunion, wie Rettungsschirme konzipiert werden, wo gerade Deutschland Milliarden einzahlt und riesige Milliarden an Haftungssummen übernimmt und wir sehen in August in die nächste Bankenkrise laufen, dann kann man eigentlich nur sagen, der Letzte macht in Deutschland das Licht aus. Und damit das nicht passiert, dafür sind wir angetreten und dafür bzw. dagegen kämpfen wir. Ja, wer sich den Politikbetrieb bei uns in Berlin mal angucken möchte, ist herzlich eingeladen. Als Abgeordneter des Deutschen Bundestages hat man die Möglichkeit, im Jahr 3 Reisen nach Berlin anzubieten, jeweils für bis zu 50 Personen. Das sind diese sogenannten Fahrten des Bundespresseamtes. Die werden von der Zug-An- und Abreise, Vollpension und Unterbringung in einem ordentlichen Hotel inklusive Rahmenprogramm und Bustransfers vor Ort und Stadtrundfahrt komplett vom Bundespresseamt der Bundesregierung übernommen. Das machen wir sehr gerne. Hier Besucher einladen. Der eine oder andere aus diesem Kreis, wenn ich mich umschaue, der war schon bei uns in Berlin.
Die anderen sind herzlich eingeladen. Wir sind allerdings im Moment schon, statt jetzt, ich glaube für dieses Jahr, Hauke komplett zu, Hauke nickt. Also wer Interesse hat, Hauke ist der Ansprechpartner dafür. Der stellt unseren Kontakt zu unserer Teamsekretärin her. Vormerkung für eine der nächsten Touren. Jeder, der will, aus unserem Kreise hier ist herzlich eingeladen, uns in Berlin zu besuchen. Geht in der Regel von sonntags morgens bis Hauke mittwochs morgens. Mittwochs mittags fangen wir in Berlin los und den Abend wieder. Ja, also mehrere Tage nettes Programm. Besuch des Reichstages, Kuppelbesuch, Erinnerungsfoto, verschiedene Ministerien und Institutionen sind mit inbegriffen und wir sorgen auch dafür, dass immer noch so ein paar zusätzliche Highlights dazukommen. Was haben wir da schon gemacht? Stadtspaziergänge zu Fuß, wo wir im Zentrum nochmal historische Plätze mit dem Historiker abgelaufen sind, verschiedene Museen, Zoo, solche Sachen organisieren wir selber oder unter anderem auch mal einen Besuch der russischen Botschaft. Ein Prachtbau im Herzen Berlins, wo die wenigsten reinkommen, als gute Freunde Russlands haben Abgeordnete der AfD die Möglichkeit, da auf dem kleinen Dienstweg Tür und Tor zu öffnen. Und ich werde das nicht vergessen, das haben wir bei der letzten Fahrt erstmalig gemacht. Der erste Botschaftssekretär hat uns persönlich empfangen und der Reisebus hat direkt vor der Botschaft in dieser Sicherheitshaltezone gehalten. Da kamen sofort ganz viele deutsche Polizisten angelaufen, die ganz nervös waren, sie können hier nicht parken. Doch, wir können hier parken. Nein, nein, hier ist die russische Botschaft. Ja, genau da wollen wir auch rein. Da gucken die schon ganz komisch. Ja, dann öffnete sich diese Tür, die sonst nur für Staatsempfänger aufgeht. Und die Reisegruppe der AfD ist da eingefallen. Ja, womit wir sofort beim nächsten Thema wären, nämlich ein Blick hinter die Kulissen. Wir lesen eine ganze Menge, hören in den Medien immer, dass die AfD zerrissen wird wegen ihrer Russlandkontakte. Wir hören auch ständig Berichterstattung über das böse Russland. Das werden wir jetzt gleich mal ein bisschen hinterfragen und beleuchten. Und ich werde auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, was wir tatsächlich machen, was davon stimmt und was nicht stimmt und wieso wir es machen. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, würde ich gerne die Möglichkeit öffnen, wer noch eine Frage zu diesem ersten Teil des Vortrags hat. Politikgeschehen, Deutscher Bundestag oder irgendwo dazu Fragen hat, die jetzt zu stellen, dann können wir da einen Haken dran machen und zu Russland kommen. Stefan, was mich sehr geärgert hat, war die Aussage von Herrn Schäuble bezüglich des Bundestagsvizepräsidenten. Wie steht ihr dazu? Hat er da nicht erheblich gegen seine Neutralitätspflicht verstoßen? Ja, aber was willst du dagegen tun? Dass wir von den Altparteien inklusive der Würdenträger, das ist ja nicht nur der Herr Schäuble, nicht nur ein verdienter Altpolitiker, nicht nur ein Mitglied der CDU, er ist Bundestagspräsident. Das ist ein hoheitliches deutsches Amt, eines der höchsten deutschen Staatsämter. Und wenn so eine Person im innerparteilichen Kampf die Neutralitätspflicht aufgibt und Partei bezieht, ist das eigentlich das Schändlichste, was man machen kann. Es wird nicht sanktioniert, es wird nicht bestraft. Wir nehmen es so hin, wir nehmen es mit einem Lachen und Weinen im Auge hin, weil wir sagen, unsere Zeit wird kommen und dann wird Herr Schäuble sich auch noch mal überlegen, was er da gesagt hat. Sonst noch Fragen? Andreas. Eine kleine Frage, was mich schon ewig interessiert, schon bevor wir im Bundestag waren, wenn es knapp wird und eine Partei will die anderen ärgern oder irgendwas erzwingen, gibt es ja den sogenannten Hammelsprung. Ja. Haben wir schon mal erfolgreich gemacht, Beschlussfähigkeit. Dann gehen manche besonders langsam, damit sie ihre Leute hier reinholen können. Würde der Hammelsprung nicht erst dann richtig Sinn machen, wenn ab dem Moment, wo er beantragt und beschlossen wird, die Türen von außen zugemacht werden, dann würde ich mal effektiv gezählt. Ich verstehe das, dass du also meinst, dass beim Hammelsprung nicht die Beschlussfähigkeit später statt festgestellt wird, dass es dann rausgehen muss und dann wieder reinkommen, sondern dass, wenn er beschlossen wird, beim Rausgehen gezählt wird und man dann guckt, wer drin ist. Ja, wäre gut. Auf dieser Position steht auch die AfD. Dafür müsste aber die Geschäftsordnung des Bundestages geändert werden. Die werden wir nicht geändert kriegen, weil die Altparteien da überhaupt gar kein Interesse dran haben. Gerade die Regierungskoalition macht ja durchaus die Möglichkeit, wenn die Beschlussfähigkeit nicht gegeben ist, dann muss die Debatte abgebrochen werden. Da findet plötzlich kein Plenum mehr statt. Das hat die AfD schon mal erzwungen. So ist das. Und das hat weitreichende Konsequenzen. Und wenn es darum geht, Gesetze zu beschließen, wo bisher immer nur kleine Minderheiten da waren, die das dann durchgewunken haben, das funktioniert so nicht mehr. Die AfD würde es sehr gerne ändern.
Wir haben die Mehrheiten dafür noch nicht. Mit den Altparteien ist es nicht zu machen, weil das für sie die sehr bequem ist, dass die wenigsten vor Ort im Plenum sind. Viele sind im Büro bei irgendwelchen Veranstaltungen, treffen sich mit Lobbyisten. Und wenn es dann eng wird, werden hier beitelefoniert, allen in den Bundestag, nehmen an der Abstimmung teil und sind danach wieder verschwunden. Gebe ich dir recht, hätten wir auch gerne anders, ist aber wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht zu ändern. Bitte. Wie ist das persönliche Verhalten der Mitglieder des Bundestages gegenüber den Mitgliedern der AfD? Wie ist das, gibt es auch Leute, die sozusagen ganz zivilisiert verhalten? Also grundsätzlich muss man sagen, sehr angespannt. Ich sag mal so, wir erfahren eine Ausgrenzung. Das kriegt man auch in den Plenardebatten häufig mit, dass die AfD beschimpft wird. Sie wird ausgegrenzt, rhetorisch angegriffen. Man muss dazu sagen, dass es etwas anderes ist, wenn man in Ausschüssen zusammenarbeitet, also in Gruppen, wo man durchaus mal Spitzen setzt, aber wo es ein bisschen kollegialer zugeht und wo ich es als sehr kollegial empfunden habe. Es gibt ja nun auch Reisen des Bundestages, Ausschussreiser. Ich selbst bin Mitglied des Ausschusses, des Finanzausschusses und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Entwicklung und Zusammenarbeit. Und es gibt einige Ausschüsse, die mit erhöhter Reisetätigkeit verbunden sind. Das hört sich immer ganz toll an, oh, da fährt jemand ins Ausland oder da fährt jemand zur Weltbanktagung nach Bali. Ja, das ist vornherein erstmal toll, aber wenn man dahin fliegt, wird erwartet, wenn man dort ankommt um 8 Uhr, dass man sofort ab 8 Uhr arbeitsfähig ist. Da spielt Jetlag überhaupt gar keine Rolle, man muss sofort ins Tagesgeschehen einsteigen. Man hat da auch nicht von Strand und Kultur irgendwas. Man sitzt in irgendwelchen kunstbeleuchteten, klimatisierten, auf 17 Grad runtergekühlten Messe- und Kongresszentren und muss irgendwelchen schlechten Dolmetschern, Simultan-Dolmetschern mit einem Knopf im Ohr zuhören, was auch sehr anstrengend ist. Das hört sich toller an, als es tatsächlich ist. Aber auf diesen sogenannten Delegationsreisen oder Ausschussreisen, ich habe an zwei wichtigen teilgenommen. Das eine war Weltbanktagung in Bali, das war mit dem Finanzausschuss. Da konnte ein Mitglied der AfD mitfahren, da ist das Los dann auf mich gefallen. Und an einer Ausschussreise des Ausschusses für Entwicklung und Zusammenarbeit, wo es insbesondere um die Rohingya-Krise in Myanmar und Bangladesch ging, wo ja nun muslimische Flüchtlinge vertrieben worden sind, ist ein Riesenproblem. Da sitzen über 1 Million Menschen in Binnenflüchtlingslagern in Bangladesch, die eigentlich aus Myanmar vertrieben worden sind. Diese Problematik haben wir uns angeguckt und das war körperlich anstrengend. Wir waren eine Woche da, hatten 14 Flugsegmente, die meisten davon in mini-kleinen Turboprop-Maschinen auf Inlandsverbindungen, weil die Infrastruktur nicht besteht, dass entsprechend Straßen da sind. Wenn man abends um 22 Uhr aus dem letzten Delegationstermin kommt und am nächsten Morgen um 4 Uhr der Wecker klingelt und der Jetlag noch dazu kommt, dann ist das eine körperlich hochgradig anstrengende Sache. Und aber jetzt schweife ich davon wieder ab. Die Frage war, wie ist der Umgang mit uns? Auf solchen Delegationsreisen durchaus sehr freundschaftlich. Diese Reise in Myanmar, Bangladesch, war der Delegationsleiter Grünau, wo wir uns regelmäßig bei großen Diskussionen an die Köpfe geraten sind. Da hatte uns mal die Botschafterin von Myanmar eingeladen und Wirtschaftsvertreter des Landes eingeladen, wo der Grüne dann anfing über Verbot von Import von Textilien zu reden, die nicht an irgendwelchen Öko-Standards gemacht worden wären, wo ich gegen diskutiert habe, auch vor versammelter Mannschaft. Auf Englisch dann den Gästen erklärt, dass das eine Einzelmeinung einer kleineren Opposition als uns ist und dass wir das anders sehen, dass der Staat nach Möglichkeit nicht eingreifen sollte. Der Mann der Botschafterin stupste mir so die Seite und hat so gut gemacht. Der Grüne war natürlich am Kochen. Aber auch menschlich sind wir miteinander klargekommen. Und ich habe ihm beim Abschied dann auch noch gesagt, Herr Kekeritz, das ist der Ausschussvorsitzende oder war der Delegationsleiter, Herr Kekeritz ist der sympathischste Grüne, den ich kenne. Da meinte er, ja, das können wir nicht zurückgeben, er fängt alle AfD-Leute scheiße. Ja, er hat es ein bisschen netter formuliert, aber so sinngemäß war das. Aber wenn man als Deutsche zusammen im Ausland ist, so eine Tour schweißt doch zusammen, da wird ein gewisser Burgfrieden gewahrt, aber ansonsten wird sich hier politisch schon sehr hart behakt und wir sind nach wie vor die Außenseiter.